Tragen Sie eine Waffe, Mr. Chase? Das tue ich nie, dann sitzt der Anzug nicht. Sie waren mal ein Spion. Mein Sohn wurde entführt. 17 Millionen Dollar, sonst nehmen wir ihm sein Auge, ein Ohr, eine Hand. Und behaupten Sie nicht, Sie hätten kein Geld. Mein Ex-Schwiegervater arbeitet nur mit den Besten. Also tun Sie endlich, wofür er Sie bezahlt. Ich hoffe, Sie sind so gut wie das, was er sonst kauft. Sie müssen das Lösegeld zahlen, Mr. Getty. Ich kann im Moment kein Geld erübrigen. Niemand war je reicher, als Sie es sind. Wie viel brauchen Sie, um sich sicher zu fühlen? Mehr. Mehr. Ich werde Ihren Sohn finden. Ich will mich sehen. Man kann Sie vor jeder Bedrohung beschützen. Es sei denn, diese Bedrohung bin ich. Mom. Paul, ich will nach Hause. Paul. Ich habe keinen Ex-CIA-Agenten engagiert, nur um Leute zu bestechen. Ich habe sie engagiert, um Dinge zu tun, die andere nicht tun können oder wollen. Wir müssen denen zeigen, dass wir nicht erpressbar sind. Er ist mein Sohn. Ich bin erpressbar. Ich glaube, es geht nicht um Geld. Es geht um Macht. Macht. Geschäfte. Terror. Familie. Sagen Sie ihm, ich komme.